Hier kommt exotischer Besuch. Norbert Hafner hat ein sehr altes Reptil mitgebracht. Ich komme aus Bamberg und ich habe eine Steifschildkröte von 1956. Da ich ja früher viel auf Rohmärkte gegangen bin, habe ich irgendwie eine Ahnung dafür, was die Schildkröte wert sein könnte. Meine Schmerzgrenze wäre Minimum bei 1.800 Euro. Hallo. Hallo, Norbert. Hallo. Sven, grüße dich. Oh, Tiere hatten wir noch nie. Schönen guten Tag, der Horst Dichter. Hafner Norbert. Norbert, darf ich Norbert sagen? Norbert, ja. Ich bin der Horst. Geht viel einfacher, lockerer von der Hand. Eine Riesenschildkröte? Hast du damit selber gespielt? Nee, nein. Von wem ist das Ding denn? Die Schildkröte stammt aus einer Entkernung von einem Haus, wo ich als Maler und Lackierer Restaurationarbeiten machen sollte. Und die war im Dachboden in einer Ecke gestanden. Leider beschädigt, Kopf war beschädigt, alles schon heraus, die Füße waren beschädigt. So, wenn das alles kaputt war, wer hat das denn repariert? Die Restauration ist von einem, habe ich dieses Zertifikat dabei, von einem Geschäft in Bamberg. Und das nennt sich Bubenklinik, ist diese restauriert worden. Was hat die Restaurierung gekostet? Knapp 100 Euro. 100 Euro, ja. Das geht. Also im Prinzip Eigenkosten 100 Euro. Ja. Gut, Sven. Horst. Ich sehe schon, bei dir ist das Lächeln verschwunden, warum auch immer. Ich habe noch eine Frage, Norbert. Hier, dieser Oberteil, wurde das auch von dem Restaurierungsbetrieb gemacht? Nein, das war schon drauf. Ne? Wir haben hier halt eine Sitzschildkröte von Steif. Hier haben wir das bekannte Steifknöpfchen. Sven, das sieht doch aus, als wenn die Pantöffelchen nur eine Mütze anhat. Ja, also man sieht hier halt, dass bei der Restaurierung ein anderer Stoff aufgesetzt worden ist, der natürlich farblich nicht hundertprozentig dazu passt und auch ein ganz anderes Material hat. Das wurde dann farblich ein bisschen angeglichen, vermutlich mit einer Airbrush-Pistole, dass das dieselbe Struktur hat. Aber das Ding ist kaputt restauriert und man hätte ein Augenmerk auch hier oben drauf legen sollen, weil das ist das, was hier als erstes ins Auge fällt. Dieser Lederfatzen da drauf, was hast du davon, wenn letztendlich die Füße und das alles schön aussehen und hier oben hast du so einen schief aufgenähten Lederfatzen drauf. Und ich finde es interessant, dass diese Puppenklinik hier eine Wertbestimmung von 3.000 Euro rausgibt mit einem Zertifikat. 3.000 Euro Wert für die Schildkröte? Ja. Das wurde dir aber unter Garantie gesagt, bevor du sie hast restaurieren lassen. Die haben bestimmt gesagt, wenn sie sie jetzt fertig machen lassen, dann kann die 3.000 Euro bringen. Ja. So. Das ist eine sehr findige Geschäftsidee, wenn jemand in einen Laden kommt, du kommst mit deiner Schildkröte rein und sagst, ja, das ist kaputt hier, ah, was ist denn sowas wert? Also wir machen sie fertig, ist nicht viel, machen wir 100 Euro, denke ich mal, aber dann haben sie was für 3.000. Und schon bist du gefangen und sagst dann, okay, das lasse ich machen, weil man hat ja nicht viel für bezahlt. Und 3.000 Euro für diese Schildkröte ist völligst utopisch, völligst utopisch. Norbert, was hattest du denn dir vorgestellt für diese Schildkröte? Meine Schmerzgrenze war gelegen bei 1.800 Euro. Gut, das wäre ja noch nicht mal unverschämt, wenn ich höre, dass mir vorher jemand sagt, sie wäre 3.000 wert. So, jetzt aber, Sven, bitte eine richtige, verlässliche Expertise. Was ist dieses Spielzeug oder Sitzgelegenheit tatsächlich wert? 1.800 war deine Preisvorstellung, kann man nicht erzielen, weil man wirklich gut erhaltene zwischen 300, 400, vielleicht auch mal 600 kriegt. Aber da ist dann nichts dran gemacht. Das hier ist völlig kaputt restauriert. Ich würde hierfür zwischen 50 und 80 Euro in dem Zustand. Das ist jetzt wirklich hart, aber ich kenne mich mit diesen alten Spielzeugen überhaupt mit Steifsachen aus. Mehr wirst du nicht erzielen können. Norbert, ich möchte dir dafür keine Händlerkarte geben. Warum? Wenn die Händler das sehen, werden sie wahrscheinlich ganz anders noch reden. Und es wird keiner kaufen. Außerdem würdest du weniger bekommen, als du investiert hast. Okay. Danke dir für deinen Besuch und halt dich wacker. Ich hoffe, du bist hier enttäuscht, aber ich kann leider nichts anderes sagen. Das ist so. Okay, gut, super. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Komm gut nach Hause. Komm gut heim. Tschüss. Ich werde zur Puppenklinik zurückgehen mit der Schildkröte, mit dem Zertifikat und würde am besten sagen, hier ist die Schildkröte, gib mir 1.800 Euro, weil 3.000 ist sie wert.